Hier kommen 5 Fakten über Toad, die du vielleicht noch nicht wusstest. Wie bei vielen Figuren aus dem Pilzkönigreich bezeichnet deren vermeintlicher Name eigentlich eine gesamte Spezies. So auch bei den Toads, die als Anhänger der Monarchie Prinzessin Peach untergeben sind und in der Nähe ihres Schlosses in Toad Town leben. Laut den Fangkarten, einem Item, das nur in Super Paper Mario vorkam, stammen die Toads aus einer anderen Dimension. Obwohl Toad in der Mario-Reihe oft nur als Nebencharakter auftritt, bekam er bereits zu NES-Zeiten sein erstes eigenes Abenteuer spendiert. Wario's Woods. In diesem Puzzlespiel für das NES und SNES muss Toad das Pilzkönigreich vor Wario und seinen abscheulichen Monstern verteidigen. Ob es sich bei Toads rot bepunkteter Haube an seinem Kopf nur um einen Hut oder doch um einen festen Teil seines Körpers handelt, ist in der Nintendo-Historie eher widersprüchlich belegt. In dem Cartoon Die Super Mario Bros. Super Show ist es eine Kopfbedeckung, die Toads spärliche Haarpracht verdeckt. Bei einem Interview mit dem Produzenten von Super Mario Odyssey wurde aber bekannt, dass der Pilz doch Teil seines Kopfes sein soll. Toads gehören keinem Geschlecht an und haben lediglich männliche bzw. weibliche Merkmale angenommen. Dies gilt auch für Toadette.